So gehen es die Bayern also heute an. Bei ihnen sehen wir hier und heute ein klassisches 4-5-1. Viel hängt heute natürlich von Neymar ab. Ja, ein ganz toller Spieler und vielleicht auch einer der schnellsten der Welt. Bedeutet für die gegnerische Verteidigung automatisch Schwerstarbeit. Vidal. Stefan. Janša. Da musste der Torhüter nicht eingreifen, der Verteidiger hat geklärt. Stefan. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Wir sind noch früh im Spiel. Da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Geht er rein? Und da geht der Spieler dazwischen und fängt den Pass ab. Rodriguez. Sie versuchen das Spiel jetzt frei zu machen. Gibt jetzt die Torschuss und er schießt. Wir halten ganz stark. Eckball. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Das wird einen Eckball geben. Gutes Tackling, fair gemacht und er hat den Ball. Gute Aktion, den Ball nimmt er locker auf. Und Müller. Robben. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Boateng. Markus Gnolli. Janša. Gut gemacht, gutes Tackling und direkt zurückgespielt. Nach der Aktion gibt es Freistoß gegen den FC Bayern. Da nimmt er überhaupt keine Rücksicht auf den Gegenspieler. Er sieht gelb. Aber damit ist er sogar noch ganz gut bedient. Sela. Stark von Jerome Boateng. Stefan. Den Ball. Gutes Tackling. Rode.
Lahm. Und Neymar. Vidal. Rodriguez. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Jetzt Vidal. Schussversuch. Super abgewehrt, aber war auch letztlich kein Problem. Janscher. Jetzt setzt er ihn unter Druck. Markus Gnolli. Kommt jetzt die Flanke rein? Den Angriff blockt er ab. Klasse, aufgepasst. Gut gearbeitet. Er hat den Ball. Boateng jetzt. Ein eher Und schon sind wir drin im zweiten Durchgang dieses Champions Cup Halbfinals. Der Anstoß ist in diesem Augenblick erfolgt. Und bald wissen wir, welches Team ins Finale einzieht. Markus Gnolli. Sehr gut reingespielt. Den hält er super. Und wieder hält er mit dieser Aktion das Unentschieden in den Händen. Er gibt Abseits. Ball bei Neymar. In der Szene muss er pfeifen. Einsatz war zu hart. Nur Müller. Rode. Ein fantastischer Treffer. Und das Tor zählt nicht. Nein, der Assistent hatte die Fahne gehoben. Er passt ihn auf den Flügel. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Souverän gemacht vom Torwart. Fandrich. Der Schuss. Macht er ihn? Ja, er macht ihn. Oh, den macht er gut mit der Innenseite. Und da braucht er nicht viel Kraft. Er platziert das Ding gut. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Robben. Janscher. Torschuss. Er schießt. Noch ein Tor. Was für ein Lauf. Was ist denn hier los? Sie machen zwei Tore innerhalb so kurzer Zeit. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Neymar jetzt. Sie versuchen, das Spiel jetzt breit zu machen. Den Ball kann er abfangen. Janscher. Stark gemacht, das könnte was werden. Da zieht er ab. Trifft er, ja, drin, Tor. Zwei gegen einen, da kannst du als Torhüter im Grunde nichts mehr machen. Ja, außer du hast Glück und spekulierst richtig, aber hier, wir sehen es ja nochmal, ganz schwierig für ihn. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Özil.
Der Schuss von Emmer. Gut gemacht vom Torhüter. Jetzt Neymar am Ball. Bernat. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion. Philipp Lahm am Ball. Ball im Aus, Einwurf für die Bayern. Jetzt Rames. Sela. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Und Neymar. Klasse aufgepasst. Er kommt an den Ball. Das macht er gut. Ein fantastisches Tor. Es klingelt schon wieder. Also das könnte richtig schlimm werden. Ja, da muss der Gegner schon mal aufpassen, dass er hier nicht richtig unter die Räder kommt. Und diese Führung ist doch... Mehr als deutlich. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Neymar. Lahm. Komische Stimmung hier im Stadion. Es ist extrem ruhig geworden. Ja, nicht mal Pfiffe hört man. Die wären ja nun wirklich berechtigt. Aber die Fans müssen sich wohl auch erstmal sammeln. Da kommt der Schuss. Da macht er ihn rein. Er ist heute richtig gut drauf. Das war für ihn Tor Nummer 2. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Nur Müller. Da passt er auf. Ball geklärt. Legt sich den Ball hin. Gleich kommt die Ecke rein. Er wehrt die Ecke ab. Jetzt Boateng. Und damit beendet der Schiedsrichter die Partie. Und jetzt gehen sie mit diesem Vorteil ins Rückspiel.